Ja, herzlich willkommen. Jetzt ist der Augenblick da. Die Übergabe findet gerade statt und es ist ein Tag der großen Freude für uns in Schleswig-Holstein, dass die 55.000 Dosen AstraZeneca von der dänischen Staatsregierung uns zur Verfügung gestellt werden. Ich will mich ausdrücklich bedanken, auch beim Generalkonsul Andersen für die Unterstützung in der Zeit. Wir haben häufig miteinander telefoniert. Ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen, als wir ja wussten, dass AstraZeneca für eine Zeit ausgesetzt ist. Und ich finde es eine großartige Geste, dass die dänische Staatsregierung gesagt hat, wir stellen diesen Impfstoff zur Verfügung. Das zeigt, was für eine gute Nachbarschaft wir miteinander pflegen. Und dass auch von dänischer Seite, auch bei den Verhandlungen mit dem Bund, dem ich auch ausdrücklich danken möchte, auch für die Unterstützung in dieser Zeit, Wert darauf gelegt worden ist, dass die Impfdosen auch in Schleswig-Holstein verimpft werden. Das zeigt eben auch die Nähe, die Partnerschaft, die hier in der Grenzregion auch stattfindet. Und das zeigt eben auch, dass das Verhältnis untereinander geprägt, auch durch die Minderheiten, einfach ein ganz, ganz besonderes ist. Wir freuen uns über die Impfdosen. Wir freuen uns darüber, dass unsere Landespolizei das ab hier jetzt weiter begleitet. Deswegen auch, Herr Wilksen, an Sie ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Das ist ab jetzt in Ihren bewährten Händen, nicht mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Ich mache mir da keine Sorgen drüber. Und dann geht es eben auch möglichst schnell los, dass es an die Hausärztinnen und Hausärzte zur Verfügung gestellt wird. Denn die Idee dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist ja, dass die Geschwindigkeit beim Impfen jetzt auch noch weiter beschleunigt werden kann. Und da hilft eben AstraZeneca als Impfstoff auch. Wir haben einen Vertrag bzw. der Bund mit der dänischen Staatsregierung abgeschlossen, dass der Impfstoff uns leihweise zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir geben AstraZeneca-Impfstoff bis spätestens 7. Juli auch zurück. Von daher ist das dann auch Bestandteil dieser Absprache. Und ich kann auch nur alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner darum bitten, die Priorisierung für AstraZeneca ist ja aufgehoben, das Angebot jetzt auch in Anspruch zu nehmen. Und ich will vielleicht auch selbst für mich persönlich sagen, dass ich mich auch heute Morgen mit meinem Hausarzt in Verbindung gesetzt habe und möglichst schnell auch selbst einen Impftermin haben möchte mit AstraZeneca. Und ich würde mich freuen, wenn auch viele dem Beispiel folgen würden, denn je mehr Fahrt die Impfkampagne aufnimmt, desto besser. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an die dänische Seite, an die dänische Staatsregierung, an den Generalkonsul für die Unterstützung. Es ist ein Tag der großen Freude für uns in Schleswig-Holstein. Vielen Dank.